Wir hatten den Airbus A300, das Video ist super bei euch angekommen und jetzt soll es heute zum Start in die neue Woche weitergehen und zwar mit der verkürzten, ausdauernden Variante mit dem Airbus A310. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut und erst einmal ein großes Dankeschön. Hat mich sehr darüber gefreut, dass viele von euch schon so gut auf das neue Forum reagiert haben und eine ganze Menge wirklich gutes, hilfreiches Feedback abgegeben haben. Denn das Ganze steckt ja wirklich noch in den Kinderschuhen. Wir versuchen das jetzt langsam aufzubauen. Ich freue mich über jedes neues Mitglied und wir sprechen am Ende des Videos auch nochmal kurz drüber. Aber wie gesagt, erstmal vielen Dank für eine ganze Menge sehr gutes, hilfreiches Feedback. Aber jetzt geht es erstmal um den nächsten Airbus. Nur nochmal ganz kurz, um alle wieder mit ins Boot zu holen. Der Airbus A300 hatte seinen Erstflug im Jahre 1972. Da war zum Beispiel die Boeing 747 schon 3 Jahre in der Luft. Der Airbus A310 hatte seinen Erstflug dann im Jahre 1982, also ziemlich genau 10 Jahre später. Da lief bei Boeing gerade die Boeing 767, die den Erstflug im Jahre 1981 und die 757, die den Erstflug im Jahre 1982 hatte, an. Nur damit ihr mal so ganz kurz wisst, wo ihr das Flugzeug ungefähr einordnen müsst. So, und der A310 war für den Flugzeughersteller, für den eigentlich ja noch relativ jungen Flugzeughersteller Airbus, vor allem eins, und zwar eine verkürzte und verbesserte Variante des Airbus A300. Ja, und man wusste schon Ende der 70er Jahre aufgrund von Kundenbefragungen, denn Flugzeughersteller wissen ja ungefähr, was sie für ein Flugzeug bauen sollen, weil sie schlicht und einfach regen Kontakt mit ihren Kunden, also mit den Fluggesellschaften, halten. Man wusste, dass es einen Markt geben wird für ein Flugzeug um die 200 Sitzplätze, das 2 Triebwerke hat und mehr Leistung bietet im Vergleich zum Airbus A300. Warum also nicht einfach das einigermaßen erfolgreiche Modell Airbus A300 ein bisschen zusammenstauchen, es ein bisschen weiter fliegen lassen und schon sollte das doch eigentlich laufen mit dem Verkauf. Das war auch tatsächlich ein Grund dafür, warum man für die Entwicklung des Airbus A310 gar nicht so wahnsinnig viel Zeit brauchte. Aber während des Prozesses stellte sich dann natürlich heraus, dass man doch ein bisschen mehr ändern müsste, als einfach nur ein paar Meter Rumpf vom Flugzeug rauszunehmen. Aber an der Stelle fangen wir erstmal an. Man nimmt sich also die aktuelle Version des Airbus A300. Das war in diesem Fall noch der A300B2, also die erste wirkliche Serienvariante des Flugzeuges. Und dann nimmt man einfach ein paar Meter Rumpf raus, nennt das Projekt dann A300B10MC, wobei das MC für Minimum Change steht. Aber jetzt schaut man natürlich auch so ein bisschen um sich herum, was denn so die anderen Flugzeughersteller treiben. Und dafür war auch eigentlich die Einordnung gerade eben. Boeing baute am ersten Langstreckenflugzeug der Welt mit nur 2 Triebwerken. Und ich muss eigentlich niemandem erzählen, dass das erstens sehr, sehr vielversprechend war, zweitens auch sehr gut funktionierte und das Flugzeug, also die Boeing 767, in den darauffolgenden Jahren richtig was abliefern konnte. Also stand Airbus natürlich jetzt so ein bisschen unter Druck. Es mussten neue Argumente her. Warum sollte man jetzt besser einen Airbus kaufen? Und Lufthansa steckte zu dieser Zeit als wahrscheinlich großer Kunde für den neuen Airbus natürlich voll in der Entwicklung mit drin und da war Langstrecke eigentlich gar kein Thema. Die Lufthansa wollte ein Flugzeug für die Kurzstrecke haben, das möglichst leicht und sparsam ist, aber dann halt eben Platz für 200, 220 Passagiere bietet. Und spätestens jetzt kam der europäische Flugzeughersteller ja gar nicht um eine Neuentwicklung gewisser Teile drumherum. Man musste gewisse Dinge einfach nochmal komplett neu machen, damit sie eben funktionieren können und man das Flugzeug in einer gewissen Position am Markt wirklich dahinstellen kann, ohne dass es von der 767 schlicht und einfach übertrumpft wird. Und dann baute Airbus das, wofür sie bis heute bekannt sind. Ein Verkehrsflugzeug mit modernster Technik, einer ganzen Menge Elektronik, zumindest für damalige Verhältnisse, und mit dem Drang zur technischen Perfektion. Fangen wir zum Beispiel mal an mit den Tragflächen. Aus Aluminium gefertigt, mit jeweils 2 Treibstofftanks ausgestattet und vom Profil her so konzipiert, dass man die Spannweite möglichst gering halten konnte und damit den Flügel ja auch möglichst leicht halten konnte. Dazu kam noch etwas wirklich recht Neues im zivilen Flugzeugbau, und zwar größere Teile, in diesem Fall an den Tragflächen Spoiler und Verkleidungsteile, aus Faserverbundwerkstoffen. Also aus Werkstoffen, die besonders leicht und trotzdem stabil sind. Dazu auf der gesamten Tragflächenlänge Vorflügel in Rumpfnähe Krügerklappen, auf der Hinterseite ausgetüftelte geschlitzte Faulerklappen und am Rest des Flügels ganz normale Faulerklappen. Faulerklappen sind die Klappen, die erst so ein Stück nach hinten ausfahren und dann nach unten, also die Klappen, die eigentlich mittlerweile bei jedem Verkehrsflugzeug eingesetzt werden, die dann dafür sorgen, dass ein Schlitz entsteht, dass ein Spalt entsteht zwischen der eigentlichen Tragfläche und der Klappe, wodurch dann nochmal Luft auf die Klappe strömen kann, sodass da dann die Strömung sehr, sehr spät erst abreißt. Eigentlich einfach eine sehr effiziente Art und Weise, im Langsamflug für mehr Auftrieb zu sorgen. Das hatte der A310. Das sind alles keine Neuerfindungen. Das gab es auch schon bei der 747 zum Beispiel in einer sehr, sehr, sehr hoch ausgetüftelten Variante.
Da gibt es auch eine ganze Menge interessante Bilder, wie die Klappen von der 747 in der voll ausgefahrenen Position aussehen. Das ist schon sehr beeindruckend. Aber es funktionierte einfach alles sehr gut. Man hatte eine gute Basis geschaffen und damit auch tatsächlich die Basis für den Airbus-Flügel. Für den Flügel, der auch an anderen Airbus-Modellen später eingesetzt wurde. Zum Beispiel war der A310-Flügel auch die Basis für den A320-Flügel. Das Cockpit war von Anfang an nur für zwei Leute ausgelegt. Auch das ist heute natürlich absoluter Standard. Damals war es noch neu. Und trotzdem gehört der A310 noch zu den Airbussen mit einer konventionellen Steuerung. Sprich, er hat ein Steuerhorn und die Ruder wurden über Seilzüge oder über Steuerstangen bedient. Allerdings wurden zum Beispiel Störklappen und die Trimmung schon elektronisch angesteuert und dann über die Hydraulik am jeweiligen Ort dann bedient. So sparte man sich schon mal ein bisschen Gewicht. Dazu kam, Airbus brachte mit dem A310 eine ganze Menge weitere Technik ins Cockpit. Zum Beispiel auch die Philosophie des dunklen Cockpits. Eine Philosophie, die Airbus bis heute nutzt. Das besagt erstmal nicht viel mehr, als dass, wenn alle Schalter aus sind, nichts mehr leuchtet im Cockpit, dann funktioniert alles und das Flugzeug läuft. Wenn der Flieger irgendein Problem hat, irgendwas nicht so funktioniert, wie es eigentlich sollte, dann leuchtet es auf, dann gibt es vielleicht nochmal einen Warnton dazu oder so und es ist direkt ersichtlich, wo das Problem liegt. Hört sich vielleicht erstmal recht ähnlich an zu dem, was ich schon in dem vergangenen Video über den A300 erzählt hatte. Die Baureihe A300 hat aber auch tatsächlich eine ganze Menge von der Technik des A310 profitiert. Es wurde einfach dann sehr viel auch im Airbus A300 verwendet. Aber der A310 war also erstmal ein A300 in klein, leistungsfähiger und schlicht und einfach besser. Und Airlines wie Swiss Air machten dann Airbus aber darauf aufmerksam, dass das Flugzeug vielleicht auch ein bisschen Reichweite vertragen könnte. Denn Lufthansa wollte mit dem Ding zwar hauptsächlich auf die Kurzstrecke, andere Fluggesellschaften brauchten eine Maschine mit einem Platzangebot von um die 220 Passagiere, aber auch auf etwas längeren Strecken. Erst einmal schickte man aber das in die Luft, was man hatte, und so kam es dann im Jahre 1982 zum Erstflug des A310-200. Maximales Abfluggewicht waren hier 146 Tonnen, Reichweite knapp über 6000 Kilometer. Ja, durchaus vergleichbar mit der Boeing 767 zu dieser Zeit, die ihren Erstflug wie gesagt ein Jahr vorher hatte. Aber die nur zwei Jahre später erschienene Boeing 767-200ER, das ER steht dabei für Extended Range, die konnte eigentlich ziemlich genau die gleichen Werte liefern, aber die konnte halt fast doppelt so weit fliegen. Aber wir wollen den A310 nicht gleich so schlecht reden, denn Airbus konnte jetzt natürlich auch ein bisschen basteln. Man hatte sich eine Basis geschaffen, man hatte seine Baureihen, den A300 und den A310, die aufgrund ihrer Ähnlichkeit, zum Beispiel in Toulouse, auch auf der gleichen Fertigungslinie produziert wurden. Also die Neuerung, die vom A310 dann in den A300 wanderten, das hatte nicht nur den Grund, dass es gerade einfach ganz gut passte und so ein paar mehr Kunden für den A300 anlocken könnte, sondern es machte auch aus fertigungsprozesstechnischen Gründen und aus logistischen Gründen eine ganze Menge Sinn, Dinge zu übernehmen. Und so dauerte es dann auch nicht lange, bis Airbus die verbesserte Version, den A310-300, lieferte. Und der hatte eine sichtbare, ganz interessante Änderung, und zwar hatte Wingtip-Fences. Wenn mich nicht alles täuscht, das erste große Passagierflugzeug, das eine solche Vorrichtung, also eine Art Winglets, zur Reduzierung des induzierten Widerstands überhaupt erst hat. Zuletzt wurde dann noch das Abfluggewicht des neuen Airbus auf 164 Tonnen erhöht. Das ist jetzt wieder eine ganze Menge mehr. Der Airbus konnte deutlich mehr Sprit mitnehmen, war zwar optional, hat aber funktioniert, und so konnte man zusammen mit neuen Triebwerken knapp 10.000 Kilometer weit fliegen. Was wiederum sehr brauchbar war. Interessant ist vielleicht auch noch, Airbus selbst bot das Flugzeug damals schon als nur Frachter an, also als komplett ausgestattete Frachtversion. Allerdings hat man die nie verkauft, dafür gab es nie Interessenten. Wenn man heute einen Airbus A310 Frachter irgendwo sieht, dann sind das alles umgebaute Passagierflugzeuge. Und jetzt kann man noch so lange über das Flugzeug reden, wie man möchte. Für Airbus sicherlich ein großer Schritt in die richtige Richtung, aber Boeing baute zu dieser Zeit mit der Boeing 767 schlicht und einfach das bessere, leistungsfähigere Flugzeug. Und nicht zuletzt das sorgte auch dafür, dass man vom A310 nur 255 Stück verkaufen konnte. Die Produktion hat man dann auch 1998 eingestellt. Auch hier wieder der Vergleich zu Boeing. 20 Jahre später, also jetzt 2018, baut man die Boeing 767 immer noch. Zwar nur als Frachter, aber man baut sie noch. Den A310 gibt es aber natürlich immer noch am Himmel, auch hier und da nochmal als Passagierflugzeug. Es gibt ihn aber auch als Regierungsflugzeug oder als sogenannter Multi-Role Transport Tanker, zum Beispiel bei der deutschen Luftwaffe. Oder es gibt ihn halt als Frachter, werden Passagierflugzeuge, in diesem Fall jetzt der A300, der A310 und der A330, werden die zu Frachtern umgebaut, passiert das übrigens bei den Elbe Flugzeugwerken in Dresden. Also es wird hier in Deutschland gemacht. Sonderlich viele gibt es da vom A310 aber leider nicht mehr. Es fliegen noch knapp 20% der jemals ausgelieferten 255 Maschinen.
Das ist nicht mehr ganz so viel. Auch hier wieder der kurze Vergleich zur Boeing 767. Davon fliegen noch etwa 70% aller je ausgelieferten Flugzeuge. Das ist, also diese 70% sind ungefähr das Dreifache der Anzahl, was man vom A310 jemals gebaut hat. Einer der spannendsten Zwischenfälle mit diesem Airbus, übrigens auch hierzulande sehr gut bekannt, ereignete sich auf einem Hapag-Lloyd-Flug von Kreta nach Hannover. Da konnte man nach dem Start eines der beiden Hauptfahrwerke nicht einfahren. Ganz interessante Geschichte, der Ernst der Lage wurde da nicht richtig erkannt und die Treibstoffberechnungen, die der Computer dann anstellte, wurden natürlich nicht mit dem erhöhten Luftwiderstand gemacht. Also immer wieder, wenn es neue Treibstoffberechnungen oder neue Reichweitenberechnungen gab, war die Reichweite dann immer ein Stück geringer. Ende des Lieds war dann, dass man nur noch bis Wien gekommen ist und dann eine Bruchlandung mit ausgeschalteten Triebwerken auf dem Flughafen Wien hinlegte. Glücklicherweise ist dabei niemand ums Leben gekommen, das Flugzeug musste danach aber auseinandergebaut und verkauft werden. Der Flieger war also dahin. Tja, und die Sicherheitsstatistik des A310 allgemein weist uns auf 9 Totalverluste mit 826 Todesopfern hin. Auch diese Sicherheitsstatistik ist deutlich schlechter als die der Boeing 767 zu dieser Zeit. Und damit soll es das für heute mit dem A310 gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Informationen über diesen Airbus-Typen dabei. Beim nächsten Mal sprechen wir dann ja schon über den A320, also das Flugzeug, was bei Airbus wirklich für eine Revolution gesorgt hat und auch was für eine Revolution auf dem ganzen zivilen Flugzeugmarkt gesorgt. Und dann wollte ich noch mal schnell was zum Forum sagen. Wie gesagt, es kam schon eine ganze Menge sehr gute, sehr hilfreiche Kritik, die uns, glaube ich, schon ein ganzes Stück weitergebracht hat. Wir haben vieles noch mal überarbeitet, über viele Themen noch mal drüber nachgedacht, viele Themen hinzugefügt. Es sind jetzt Techniker mit dabei, es sind Fluglotsen mit dabei und ich würde mich freuen, wenn der ein oder andere da ein paar Erfahrungen hat, die er teilen kann oder wenn der ein oder andere da einfach noch vorbeischaut und sich vielleicht als Mitglied im Forum einträgt, wie auch immer. Auf jeden Fall freue ich mich da sehr drüber, dass das gut bei euch anzukommen scheint. Ich freue mich sehr über die Berichte, die schon da drin sind. Da haben sich viele schon echt ordentlich Zeit genommen und ein paar coole Sachen reingeschrieben. Und dann, ja, würde ich mich freuen, wenn wir uns im Forum wiedersehen und dann hoffentlich morgen auch bei einem neuen Video. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.